schon da. Ich hab gar nicht gewusst, dass du heute Frühdienst hast. Ja, das Leben ist eben voller Überraschungen. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich wundern, dass ich dich nicht frag, wo du so lang gewesen bist. Eigentlich schon. Ich frag dich aber nicht. Obwohl ich eigentlich dazu berechtigt wäre, eigentlich sogar verpflichtet. Was stinkt denn also? Was stinkt? Na, der Geruch, der von dir herkommt, den kenne ich doch. Freilich kennst du ihn. Das ist das Kölnisch, das dir die Tante Renate zum Geburtstag geschenkt hat. Na, das riecht ja furchtbar. Warum benutzt du mein Toilettwasser? Du benutzt auch mein Rasierwasser. Du rasierst ja nicht. Da reden wir noch drüber. Du musst heute Mama besuchen im Krankenhaus. Ab 14 Uhr ist Besuchszeit. Kauf ihr 5 rote Rosen und 2 Stück Torte. Papa, 3? Nein, 2 Langer. Nein, 3 Mark. Also gut. Ich geb dir 5. 5 zum ersten, zum zweiten und zum 10. Wir rechnen aber ab. Okay. Gut. Und geh nur ein bisschen ins Bett. Bitte, Gott. Bitte. So, raus mit euch. Komm, jetzt gehen wir Gassi. Herr Schöninger! Jetzt war der mit doch erwischt. Herr Schöninger, mein Name ist Lehmann. Ich bin der neue Nachbar. Wir haben leider noch keine Gelegenheit gehabt, uns vorzustellen. Ja, die wäre schon gekommen. Das ist ja unvermeidlich, wenn man so nah wohnt. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe keine Vorurteile. Für mich sind Sie ein Mensch wie jeder andere. Danke, jetzt kennen wir uns schon besser. Außerdem mit Uniformträgern bin ich sehr vertraut. Ich war ja selber jahrelang bei der Luftwaffe. Ah, Bodenpersonal. Hm? Ja. Ich war Panzerjäger. Wiedersehen. Ah. Herr Schöninger, ich hätte eine Angelegenheit, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Gerade weil wir Nachbarn sind. Gern, aber ich bin jetzt leider im Dienst. Es ist eine sehr diskrete Angelegenheit. Ja, dann sollten Sie am besten diese Angelegenheit für sich behalten. Erich? Herr Schöninger, ich möchte Sie heute Abend zu mir einladen. Es ist dringend. Es ist eine Existenzfrage. Und einen schönen Tag noch, Herr Schöninger. Ja. Den hab ich da, Herrin. Kanadier. Hi. Hi. Ist was passiert? Aber nein, Schatzerl. Ich habe lediglich meine Beziehungen etwas erweitert. Ja. Gehen wir noch durch den Park? Ja. Ja? Komm, Ganscher, geh mal hin. Komm. Hi. Hi. Ja, sowas möchte ich auch mal, wird die um die ganze Welt drin. Ist ja ganz was Neues. Das dürfen wir mal solche Sehnsüchte entwickeln. Aber kannst du dich eigentlich nicht beklagen? Das ist doch ein wunderbares, bürgerliches Leben. Nein, was hab ich für ein Leben? Ein Sohn, der sich nachts rumtreibt. Ganz normal, sei Mutter. Eine Frau, die im Krankenhaus liegt. Ja, also die Kreislaufstörung ist in 3 bis 4 Tagen ausgestanden. Nicht bei ihr. Sie hat einen ganz labilen Kreislauf. Genauso wie ich. Dann der Föhn, ich spüre ihn auch. Na, sind wir diese Lehmanns über den Weg gelaufen. Was ist über den Weg gelaufen? Ah, diese Lehmanns. Unsere neuen Nachbarn. Terrorisieren das ganze Haus mit dem ehelichen Glück. Ich glaube, ich wäre krank. Wenigstens das ist nichts Neues. Auswandern hätte sollen. Mit 21 Jahren, da hätte ich die Gelegenheit gehabt, auszuwandern nach Kanada zu einem Großonkel. Hab er dir das nie erzählt? Nein, hast du mir nicht erzählt.
Neuseeland. Mit 19. Das war die letzte Version. Neuseeland. Kanada. Ja, das ist ein Land. Wälder, Seen, blauer Himmel. Na, mir auch. Grenzenlose Freiheit. Weißt du, was das heißt? Grenzenlose Freiheit. Geh du hier. Grenzenlose Freiheit. Polizeiinspektion 1, Heinl. Sie befindet sich auf dem Weg zur Besserung, hat's gesagt. Aha. Ach, übrigens, wenn du sie morgen besuchst, sollst du ihr den neuen Hausmantel mitbringen. Wieso? Sie hat doch einen. Ja, sie will aber den rosa nehmen, weil der andere ist ihr zu altmodisch geschnitten. Na, wenn's den will, dann geht's ihr sicher besser. Ich hab sie beruhigt. Ich hab ihr gesagt, wir zwei verstehen uns blendend. Anstandshalber. Ja, was heißt anstandshalber? Wir verstehen uns ja wirklich blendend. Geh. Tatsache ist, dass du heute früh ziemlich autoritär warst. Du, ich bin nie autoritär. Ich hab mir vielleicht erlaubt, den Zeitpunkt deiner Heimkehr zu manieren. Das darf ich als Vater. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen gewachsen bin? Ich bin jetzt laut Gesetz volljährig. Ja, du bist vielleicht volljährig, aber erwachsen bist du noch lange nicht. Aha. Aber erwachsen genug, dass du mich ab 1. Juli zum Bund schickst. Du gehst zum Bund und damit basta. Ich will ein Bier. Ach, das hab ich getrunken. Aber da ist noch Mineralwasser. Sauber. Was gibt's denn zum Essen? Ölsardinen. Okay, hast du selber geölt? Na, Sonderangebot. 5 Dosen, 10 Mark. Tüchtig, tüchtig. Und was gibt's dazu? Bratkartoffeln. Ach, wenigstens etwas. Du sag einmal, die Kartoffel hast du aber schon gekocht, gell, bevor du das braten hast. Na, macht man das? Hat die Mama nichts gesagt, wann's wiederkommt? Ja, in ein paar Tagen. Es ist nichts Ernstes. Eine typische Alterskrankheit. Kali, schau, du bist ein junger Mensch, da ist man noch lernfähig. Meinst nicht, dass du wenigstens die Grundbegriffe des Kochens lernen solltest? Ha? Ein Tee, hartes Ei, Bratkartoffel. Was du später mal nicht verhungerst, wenn du allein bist. Meinst nicht, dass du irgendwas lernen sollst? Gibt's da nichts, was dich irgendwie reizt? Doch. Einen Führerschein machen und dann Auto fahren. Ja. Sie haben schon zu Abend gegessen? Nein. Oder tut mir aber leid. Na, ich esse abends nie. Das ist sehr vernünftig. Mhm. Der Sieg über das Materielle ist die Ausgangsbasis für ein jedes Familienglück. Ich glaube, da sind wir uns einig, Herr Schatz. Ja, das Materielle macht der Mann alles selber. Das mache ich doch gern. Mhm. Ich nehme meiner Frau ab, so viel ich nur kann. Das ist man seinem Lebensgefährten schuldig. Natürlich ist sowas eine Vertrauensfrage. Vertrauen, absolutes gegenseitiges Vertrauen, ist in meinen Augen die Ausgangsbasis für unser harmonisches Zusammenleben. Nimm das noch mit, gell? Ja, Herr Lehmann, da hat's meine Frau schon schwer mit mir. Ich bin nicht so ein idealer Gatte wie Sie. Ich bin ja eigentlich nur gekommen, weil Sie heute früh gesagt haben, ich soll... Jetzt nicht. Warum nicht? Gottes Willen, meine Frau könnte was hören. Darf sie das nicht? Nein. Haben Sie Wasser? Ja, selbstverständlich, natürlich. Bin schon wieder da. So. Ein interessanter Mensch, gell? Ja, und der. Herrschaft, die hätten Platz gehabt für meine Herrenkommode. Und da hätte es reinpasst. So, Ihr Wasser. Na, das jetzt nicht brauchen. Wir haben nicht viel Zeit, Herr Schöninger. Ich muss Sie jetzt in mein Vertrauen ziehen. Nein, das müssen Sie nicht. Moment. Das ist ja doch recht, Schatzerl, oder hättest du lieber die lustige Witwe? Meine Liebe, deine Liebe, die
der Schöninger Musik ist etwas Wunderbares. Meistens. Mein Mann sagt immer, daran merkt man, dass der Mensch zu Höherem geboren ist. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und lass dir ruhig Zeit für einen Kaffee. Ja, gern. Es ist eine ungeheuer heikle Angelegenheit, aber ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Herr Schöninger, ich werde erpresst. Na, unmöglich. Ja, ja, das schon, aber ich bin schließlich auch nur ein Mensch. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass mir meine Frau auf rein geistigem Gebiet nicht in vollem Maße gewachsen ist. Ja, das ist auch sehr schwer, Herr Lehmann. Andererseits, sie ist nicht unvermögend. Ah, sind die schönen Sachen alle von ihr? Ja. Natürlich hat sie keine Ahnung in finanzieller Hinsicht. Ich habe jede Vollmacht und ich tue mein Bestes. Das heißt, Sie nehmen ihr alles ab? Ja. Vor 3 Jahren hatte ich eine sehr unerquickliche Affäre. Sie verstehen schon, Pferde, Weiber, bisschen Highlife. Wie gesagt, man ist schließlich auch nur ein Mensch. Ja, aber deswegen kann man sie ja nicht erpressen. Na, es ist so, also ich habe das Vermögen von meiner Frau auf einem Sparbuch angelegt. Aber vielleicht haben Sie schon darüber gehört. Ja, das wirft mir meine Frau dauernd vor. Das gilt nämlich hier in der Nachbarschaft als Beispiel familiärer Vorsorge. Ist es ein gemeinsames Sparbuch? Das Buch ist gemeinsam, ja. Das Geld allerdings. Wie viel haben Sie abgehoben? Och, 5.000. Oh. Aber kurz darauf habe ich einen Brief erhalten, anonym natürlich, mit der Bitte um Zahlung eines kleinen Schweigegeldes. Widrigenfalls würde man meiner Frau die Anregung übermitteln, ihre Vermögensverhältnisse zu überprüfen. Ja, das kann sie doch jederzeit. Sie braucht dann ein Sparbuch schauen. Für das Buch habe ich natürlich korrigiert. Aha. Ich habe die Eintragung ausradiert und die Linien nachgezogen mit Wimperntusche. Oh, Herr Lehmann, da kann ich Ihnen als Privatmann nur den Rat geben. Sagen Sie es Ihrer Frau und auch der Bank. Aber Herr Schöninger, Sie wissen doch, dass so schlichte Gemüter in manchen Grundfragen bedenklich unflexibel sind. Ich glaube, Sie unterschätzen Ihre Frau. Schatzi! Ich mach das schon, Schatz. Brauchst du dich nicht zu bemühen. Danke, ich bin gleich fertig. Ich hol nur noch eine Torte. Lass dir nur Zeit, wir haben genügend Gesprächsstoff, der Herr Schöninger und ich. Wenn Sie dahinter kämen, das wäre ein irreparabler Schaden für die finanzielle Struktur unserer Ehe. Ah, Sie meinen, sie würde Ihnen die Vollmacht entziehen? Ja. Wie viel Schweigegeld haben Sie denn bezahlt? 500, jeweils zum ersten, also morgen. Und wie ging die Zahlung vor sich? Ich stecke das Geld in ein Kuvert und dann gehe ich in die Stadtbücherei und dann stecke ich das Kuvert in eines von den Büchern. Na, ein bisschen naiv, aber war das immer dasselbe Buch? Die Ethik als moralisches Prinzip von Lessinger. Das rührt kein Mensch an. Herr Lehmann, ich glaube, das Beste wäre, Sie kämen morgen früh in die Inspektion und machten dort eine Anzeige gegen Unbekannt. Ach, mir hätte da eine diskretere Lösung vorgeschwebt. Ah, wir sind sehr diskret. Ich habe gehofft, ich könnte Sie privat dafür interessieren. Ja, das wäre Schwarzarbeit. Und privat interessiert mich Kriminelles eigentlich nicht so sehr. Ich wäre bereit, das mit einer Prämie zu koordinieren. Oder wäre das bereits Bestechung? Könnte man meinen. Wissen Sie was? Wir sagen einfach, ich bitte Sie um einen nachbarlichen Freundschaftsdienst. Ich meine, so eine Aufgabe müsste Sie doch reizen. Oder waren Sie die Pfadfinder? Na, die waren verboten, wie ich jung war. Weißt, es freut mich, dass du die Lehmanns jetzt auch kennengelernt hast. Das sind so nette Leute. Na, die haben so was Aufrichtiges. Ja, Mama, für sowas hast du schon immer ein Gespür gehabt. Ja, das stimmt. Sowas spüre ich. Kann dir auch ganz genau sagen, weshalb das so ist mit den beiden. Weißt, das Materielle ist in dieser Ehe völlig ohne Belang. Okay. Ja. Na, die sind ja so bescheiden und so genügsam, die beiden. Weißt, das ist eine Bekanntschaft, die sollte man wirklich aufrechterhalten. Könnte dein Weltbild sehr erweitern. Mein Weltbild ist weit genug durch meinen Beruf, weißt Mama. Jetzt mal, wenn ich die beiden sehe, dann könnte ich fast neidisch werden, weil so eine Ehe hätte ich mir halt auch einmal vorgestellt. Wenn du jetzt nicht krank wärst, dann müsste ich laut werden. Ja,
Hast du nicht bemerkt, wie er immer noch Schatz zu ihr sagt, nach all den Jahren? Ja, Schatz, aber ich hab das mehr für eine Bosheit gehalten. Es gibt Leute, die stehen hoch über deinem Spott, aber du hast ja noch niemals was übrig gehabt für romantische Gefühle. Ich glaub, du liest ein bisschen zu viel Illustrierte. Wie ist denn das Essen? Ah, isst du das noch? Ja. Ich glaub, da ist nur ein Kaffee drin. Na, danke schön. Sind die Rosen von Kalle? Ja, hat der Bub sein Taschengeld geopfert. Hat er dir das gesagt? Na, das habe ich gespürt. Wie viel hast du ihm dir gegeben? 15 Mark. Und du? Oh, von mir hat er 10 gekriegt. Weißt, Franz, ich glaube, so was Harmonisches wie bei den Lehmanns, das liegt uns einfach nicht. Hm? Na, also der ist wirklich schlecht. Aber probieren könnten wir es doch. Du, übermorgen, wenn du heimkommst, da fangen wir gleich an damit. Du hast doch was dagegen, wenn ich ein bisschen früher gehe. Weißt du, ich habe noch eine ganz unromantische Angelegenheit zum Regeln. Was Berufliches? Na, so halb und halb. Mhm. Für dich gut. Ja, gut. Ich habe noch was zum Lesen. Was liest denn Schönes? Der Weg zur vollkommenen Menschenkenntnis. Ja, das liest man. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Na, danke schön. Ich finde schon, was ich suche. Ja, suchen Sie etwas Bestimmtes. Ja, was Interessantes nicht. Das nehme ich. Ja, aber das hier ist die Abteilung fürs Vorschulalter. Ja. In groben Umrissen ist alles, was Sie hier sehen, Sachliteratur. Da drüben haben wir Unterhaltung nach Themenkreisen geordnet. Also Science-Fiction, Western, Heimatromane. Und da oben haben wir klassische Literatur. Ah, da nehme ich nachher was mit. Und alles, was Sie hier sehen, ist Belletristik. Schöne Literatur. Ah, schön. Ja, die haben wir nach Autoren geordnet, und zwar von A bis Z. Wir fangen hier mit dem A an. Haben Sie eigentlich eine Lesekarte? Wieso? Braucht man sowas? Natürlich, sonst können Sie doch nicht lesen. Fräulein Mayringer? Ja? Ja, aber die Bücher brauche ich nicht. Setzen Sie sich. Danke. Ihren Personalausweis bitte. Sie, aber die Bücher brauche ich nicht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. So? Es geht alles wieder zurück, Frau Weber. Ach, Sie sind's. Wie haben Sie denn gefallen? Ach, sehr schön diesmal. Besonders das eine Herzen im Sturm. Eigentlich gehören Sie ja gar nicht in unseren Bereich. Ihrer Adresse nach gehören Sie eher zur Stadtbücherei Altstadt oder vielleicht noch Isarvorstadt. Ja, ja, die Adresse, die stimmt nicht mehr. Ich bin umgezogen. Tja, da ist hier aber nichts vermerkt. Naja, das war erst kürzlich. Tja, das muss hier vermerkt sein. Bei Umzug sind Sie verpflichtet, sich polizeilich umzumelden. Ist denn das nicht bekannt? Ja, natürlich ist mir das bekannt. Ich bin ja selber Polizei. Deshalb vergessen worden. Ich nehme die Bücher sowieso nicht. Frau Lehmann, lodernde Sehnsucht, das ist wieder zurückkommen. Ach, steht hinten im Regal. Ich sag Ihnen, das müssen's lesen. Ein wunderbarer Roman, mein Liebster. Gleich nach dem Edelweißkönig. Ja, danke. Also, ich habe Ihnen jetzt eine vorläufige Lesekarte ausgestellt, aber das ist eine Ausnahme. Und die Karte ist zeitlich befristet, dessen müssen Sie sich bewusst sein. Ich empfehle Ihnen dringend, sich so rasch als möglich umzumelden. Das ist eine Pflicht für jeden sozialdenkenden Mitbürger, aber... Herr Schöninger! Herr Schöninger! Ja, eigentlich habe ich mir schon gedacht, dass Sie das sind. Okay. Darf ich? Ja, gerne.
Schönhänger, Sie müssen nicht glauben, dass ich das alles so zum Spaß mache. Ich brauche eine Beschäftigung, die mich in Anspruch nimmt, weil ich nicht ausgelastet bin. Na, auf jeden Fall ist eine Beschäftigung, die sich rentiert. Das Geld gehört doch sowieso alles mir. Oder was glauben Sie, warum er mich geheiratet hat? Aus Liebe? Über diese Affäre vor 3 Jahren, da wissen Sie Bescheid. Herr Schönhänger, das Sparbuch, unser Sparbuch, hat er mit Wimperntusche ausgebessert. Mit meiner Wimperntusche. Was Besseres ist ihm nicht eingefallen. Also, da fühlt man sich schon sehr gedemütigt. 3, 4, 5. Na, ihr Selbstbewusstsein haben Sie ziemlich radikal wiederhergestellt. Ein Haushaltsgeld heute mir einmal so knapp. So? Und die 500 Mark sind nicht so radikal. Das liegt gerade an seiner Schmerzensgrenze. Und Weihnachten verlange ich natürlich das Doppelte. Natürlich. Außerdem ist es eine steuerfreie Einnahme für mich. Mein Mann kann das natürlich als Ausgabe nicht absetzen. Ich glaube, das regt ihn ein bisschen auf. Ich sehe also, auch Sie führen eine ganz normale Ehe. Ich sehe das ganz positiv. Wissen Sie, mein Mann fühlt sich mir überlegen und ich ihm. Das ist eine wunderbare Grundlage für eine solide Partnerschaft. Ich für mich bin ganz glücklich. Mein Glückwunsch zu Ihrem Glück. Ich meine, Frau Lehmann, ich habe größtes Verständnis dafür, dass Sie Ihr Eheleben ein bisschen bewegter gestalten wollen. Man tut, was man kann. Aber trotzdem möchte ich Ihnen empfehlen, im nächsten Monat zu anderen Mitteln zu greifen, weil sonst fühle ich mich genötigt, Ihren Mann zu verständigen. Das ist ja eine Erpressung. Ja. Bitte sehr. Ah, da geht's. Ich weiß, du hörst es nicht gern, aber irgendwie bewundere ich die schon. Ja, Mama, du bist volljährig, du darfst bewundern, wen du willst. Sind die schon weg? Na, geh. Jetzt sind's weg. Na, warten wir noch eine halbe Minute. Franz, findest du nicht, dass du deine Abneigung ein bisschen übertreibst? Nein, ich mag. Du zieh an, dass du nicht wieder krank wirst. Ich habe in letzter Zeit eine Überdosis Lehmann gelassen. Jetzt habe ich so brennen, symbolisch. So, weißt, manchmal fällt es mir schon schwer, dich zu verstehen. Mama, ich glaube halt, dass auf die Dauer ein bisschen langweilig ist, wenn man sich immer nur gut versteht. Meinst du nicht? Aber du sagst ja selber, sowas passiert bei uns nie. Ja, sage ich ja nie. Aber weißt, wenn du es bei anderen Leuten siehst, diese Harmonie, das gibt einem direkt den Glauben an die Menschheit wieder. Dass sowas noch gibt auf der Welt. Ja, Glauben an die Menschheit. Mama, kommst du eigentlich mit dem Haushaltsgeld aus? Ja, wenn du mich so fragst, nein. Die Kosten steigen doch laufend, das weißt du selber. Ja, also ich meine, wenn ich möchte, dann könnte ich 50 Mark drauflegen, wenn ich mag. An solchen Kleinigkeiten sehe ich, dass du halt doch ein Vorbild genommen hast. Ne? Also das ist schön. Das ist schön, dass ein Mensch noch lernfähig ist in so einem Alter. Du kennst mich eben in- und auswendig. Ja, das will ich meinen nach 20 Ehejahren. Weißt du, was du bist? Was? Eine wunderbare Frau.